Horrido! Ach Quatsch, ich wollte sagen, it's Tooltime. Schöne Grüße, Rainer übrigens, ne? Oder Heiner. Berserker. Unboxing ist klar. Jetzt kommt aber noch wieder Vorgeplänkel vom letzten Video. So ein bisschen noch was zu erzählen. Und zwar, fangen wir mal hiermit an. Falls da jemand nur nicht die volle Vorstellungskraft hatte, wie ich das meinte. Also das hier einen Schlüssel reinzufummeln, den habe ich mir jetzt schon mal hier mit dem Band festgemacht, dass er nicht abhaut und dann aufzumachen. Und das ist mir zu viel Gefriermel. Jetzt habe ich ja gesagt, da mache ich eine andere Lösung, einen größeren Karabiner. Und den brauche ich da nur einzuhaken und siehe da, die Kiste macht mir auf. Und wenn es mal so rum ist, oh, da wird es knapp, fällt mir gerade ein. Aber ja, es geht. Also wann hat man das schon mal? Wollte ich mir jetzt noch einen größeren kaufen? Wäre Quatsch. Ich glaube, so kann schon nichts passieren. Also zu viel Absicherung braucht man ja nun wirklich nicht. Ne? So, das passt schon mal. Sonst kommt da noch irgendwie ein schöner Knoten dran von irgendwas. Wo fange ich denn mit an? Ja, anfange ich jetzt noch mal mit einer Schnur. Und zwar mit dieser. Ich habe in meiner Jugend, das weiß ich auch ziemlich genau, mit 10, 11 Jahren mir eine Schnur gekauft. Damals konnte man das noch bei Karstadt machen. Da gab es dann so eine Ecke, wie so eine Baumarktecke. Und die war so zofte, da habe ich hier noch Reste, die hat jetzt tatsächlich bis jetzt gehalten, so viele Jahre. Und ich habe die immer reichlich benutzt und die kriege ich aber nicht mal. Ich habe den Händler mal rausgegoogelt, der hat die nicht mehr. Und das war jetzt so eine schöne Schnur. Weiß gar nicht, jetzt muss ich mal gucken, ob die aus Kunststoff ist. Das jetzt. Oh, klemmt. Aha. Ja, sind auch Kunstfasern. Aber da, ich habe die nie wieder gefunden. Das ist jetzt noch so eine alte Handgranate. Nein, Spaßvogel. Ach Kacke, jetzt muss ich das rausschneiden. Oder? Naja, weiß ich nicht. Ja, wo war ich stehen geblieben? Die Schnur gab es nicht mehr. Und ich habe da gesucht und gesucht. Und jetzt habe ich tatsächlich mal eine gefunden, die da Sache vielleicht näher kommt und man sieht wieder unromantisch eine Krampe reingehauen. Also wenn da irgendwo ein Leben dran hängt, ist da schon mal so eine ein Stückchen von der Schnur kaputt gekrabbelt. Jetzt brauche ich einen Schraubenzieher, um mir das mal genauer anzugucken. Ich will sie nicht gleich schon abribbeln komplett. Ich wollte euch das nochmal zeigen, dass ich da mich immer Nöte hatte, was Vernünftiges zu finden. Die ist ja natürlich auch aus Kunststoff. Stand auch, glaube ich, drauf. Ne? Ach, Mensch, eine Flamme. Ja, die brennt anders ab. Das ist ein anderes Kunststoff. Und ob das jetzt dasselbige ist, weiß ich nicht. Ne, ist auch eine andere Schnur. Schade. Die ist wirklich dünner und stabil. Die kriegt da nicht kaputt gerissen. Schade. Naja, aber immerhin, jetzt habe ich eine, die so annähernd da dran kommt. Wie kann man denn da so eine Krampe reinhauen? Also heute auch beim Blumenkaufen bei einem hiesigen Händler, sage ich mal vorsichtig. Und die Frauen, die da arbeiten, die sind so unromantisch, die ziehen die da über den Scanner, schmeißen die da in die Ecke und die ganzen Lebensmittel an den Nacken rein. Ich verstehe das gar nicht mehr, ich bin schon Oldie, aber früher hat man immer Fächer gehabt, da kam eine Klappe, bei Karstadt war das so, und dann rutschte meine Lebensmittel, die ich gekauft habe, dahin. Und wenn ich mit Bezahlen noch nicht fertig war, dann kam auch das Geld aus dem Automaten rausgeklimpert, das gibt es heute noch bei Edeka, glaube ich. Und dann geht die Klappe rüber und dann gingen die nächsten Klamotten dahin. Und da gab es dann drei Fächer von. Später nur noch zwei und dann auch, naja, weiß ich nicht, wie viele Sets noch sind. Ja, da hat man Zeit gehabt, seine Sachen, die man gekauft hat, in eine Tasche reinzupacken und dann gemütlich zu gehen, ohne Hetze, ohne das Wechselgeld noch in der Hand zu haben, ohne gar nichts. Ne? Heute, da schieben sie die Sachen rüber mit den Sachen von den Nächsten, vermischt sich das schon in so eine kleine Fläche, dass man ja in den Arbeitstag der Leute mit malochen tut und ja, dann haben die 10 Kassen, davon haben sie 2 auf und dann wird natürlich, muss ich dann den Stress mitmachen, indem ich die Sachen in den Nacken geschmissen kriege und weiß nicht, wo ich sie hinstopfe, wenn man mal keinen Einkaufswagen gerade mal mitgenommen hat oder so, ne? Wenn man vergessen hat oder man hat mehr gekauft, was sie ja immer gerne wollen, dann knallen die immer so schön laute Musik, Disco-Musik raus, dass man da pfeifend oder genervt rumläuft und kriegt Pseudonachrichten von irgendwas, was Madonna macht oder ob ein Sack Reis in Japan umkippt, ne? Was völlig realitätsfremd alles und ja, jetzt bin ich schon wieder ausgeschwiefen. Geht mir schon tierisch auf den Sack, wie das heute abgeht und man sollte mal ein bisschen die Zeit verlangsamen und
vielleicht mal wieder auf der Kunde ist König gehen und dann immer diese Generalverdacht. Können Sie mal den Kasten Sprudel hochheben? Die Tüte müssen Sie aber das nächste Mal oben drauf tun. Immer die gleiche Tante bei so einem Scientology-Laden. Die geht mir auch auf die Nüsse. Falls du mich hörst, Tante, ne? Benimm dich mal besser. Ich bin der Kunde und nicht einer, der unter Generalverdacht gestellt wird, dass er klauen tut. Ne? Und vor allen Dingen, wenn ich da irgendwie Wasser reinstelle in den Einkaufswagen und muss hier wieder hochholen, das ist meine Bandscheibe, die dabei drauf geht. Soll sie selber machen, ne? Wenn sie meint, ich hätte was geklaut. Und vor allen Dingen, das ist ja eine, wie nennt man das, eine Unterstellung, dass man was geklaut hätte. Ja, und das ist ja schon eine Frechheit. Und wenn da kein nachhaltiger Verdacht ist und die mich einfach nur so kontrollieren, weil sie alle kontrollieren, so generalmäßig, das kann doch wohl nicht sein. Da, normal müsstest du eine Anzeige kriegen wegen Verleugnung oder Vortäuschung falscher Tatsachen. Oder da gibt es irgendwie, ich komme jetzt nicht da drauf. Also ich finde das eine Sauerei und eine Beleidigung dafür. Ich finde das natürlich eine Scheißsauerei, wenn so viel geklaut wird und die schlagen das dann auf den Preis um und ich als Endverbraucher muss das dann bezahlen. Ganz klare Sachen. Aber es hat Grenzen. Ich gehe nicht mit erhobenen Händen demnächst in den Laden rein, mit einem Scanner werde ich abgescannt, um ein Pfund Brötchen und zwei Paar Socken zu kaufen und muss dann noch meinen Personalausweis am besten abgeben und noch Formulare ausfüllen, dass ich überhaupt einkaufen gehen kann. Aber vielleicht kommen sie noch mal drauf. Boah, jetzt habe ich mich aber ausgekotzt hier. So. Nee, aber das ist doch wahr. Ist nicht mal schön. Diese Servicewüste finde ich auch richtig kacke. Bei eBay einkaufen und Co. kein Thema. Aber wenn da irgendwas schiefläuft, wenn irgendwo Sand im Getriebe ist oder man kommt in so eine Grauzone rein, wo keiner Bescheid weiß, auch gerade Versicherung. Der Zahlungsverlauf können wir nicht ändern zum Ersten. Sie müssen alle quartalsmäßig bezahlen. Hier können wir nur halbjährlich machen. So ein Stuss, das können wir nicht umstellen. Immer diese blöden Ausreden. Geht mal auf den Sack, da müsste man uns mal gegen wehren, gegen sowas. Ne? Finde das blöde. Und, jetzt wollte ich gerade noch was anderes sagen. Nervig ist das. Nervig, nervig, nervig. Man ist nicht mehr Kunde. Und das wollte ich sagen. Ja, dann kriegst du dich mit einer eine Köppe. Dann hast du vielleicht noch so einen Schluffi an der anderen Seite, der so aalglatt ist. Da prallt alles, was du dem vom Kopf schmeißt, wie Teflon von ihm ab. Und er sagt dann immer wieder dasselbe. Nein, können wir nicht. Nein. Und das in einer Ruhe und Ausgeglichenheit. Toll. Oder ich habe bei der GEZ angerufen, die Alte war auch durfte. Ich rufe an, weil ich eine Frage hatte und die haut mir ein Wort nach dem anderen hinterrein. Das müsste so machen, das müsste so machen, das müsste dies machen, das müsste das machen, das müsste jenes machen. Ich, hallo? Ich sage, ich habe doch angerufen, ich bezahle auch hier 20 Cent für den scheiß Anruf. Ich habe doch die Frage. Ja, dann fragen Sie mal. Ne? Also schon tausendmal immer das Gleiche gemacht, die kannst nicht mehr hören, immer dieselben Fragen, keine Ahnung. Die werden betriebsblind und dann sind sie für mich Fehler am Platze. Also wenn man mit Menschen zu tun hat und nicht mit Kühe oder Affen, naja, da weiß ich nicht so genau, dann sollte man doch auch anders mit einem umgehen und anders sprechen. Und das Schlimmste für mich ist, früher bin ich im Laden reingegangen, habe gesagt, sie haben hier Scheiße verkauft, wie mein Kumpel. Der hat in einer Woche, glaube ich, 6 oder 7 Hamster kaputt gemacht. Die starben halt jeden Tag einer. Naja, der eine, den hat er kaputt gespielt, den anderen, dann sollte er nicht so ran rumspielen, dann ist er verhungert. Der nächste ist vom Tisch gefallen, der nächste ist der Opa draufgetreten und so weiter und so fort. Und da ist er mir hingegangen, hat den Hamster auf den Tisch geknallt, ich will meine 5 Euro, meine 5 Mark wieder haben. Und hat der Händler hat das auch 7-mal mitgemacht, ne? Bis er gesagt hat, wäre vielleicht besser, er sollte sich ein Stofftierchen kaufen, ne? Aber, was willst du denn heute machen? Wolltest du so einen stinkenden Hamster ein Paket dran tun und zum Zornel hinschicken oder was? Nein, also man hat keinen mehr, wo man eine Krawatte packen kann, den man auf den Ladentisch ziehen kann und sagen kann, Männchen, so läuft das hier nicht. So, ich glaube, den Film nenne ich jetzt nicht am Boxen, sondern Motzki. Habe ich ja auch eine Kategorie. Das läuft besser. Da könnte ich noch so viel machen. So, da haben wir wieder ein Zettelchen drin von meinem Freund mit den gewissen Buchstaben und jetzt kommt's wieder. Der DPD-Fritze. Ich habe es nicht geschafft, pünktlich da zu sein. Da hat er das, man sieht es ja hier noch, in den Briefkasten reingeknollt. Keine Unterschrift von mir bekommen, weiß nicht, ob er die braucht. Und hat das wirklich übelst wieder da reingeprahmt. Ja, das war dann auch so in eine Briefkiste drin. Die geht bei mir um die Ecke. Und das heißt, 90 Grad. Manchmal drücken sie schon so, dass da fast der Deckel auf der anderen Seite auffliegt. Und ja, diesmal hat das aber nicht geschafft, dieses schöne Teil kaputt zu kriegen. Ja,
Da konnte er lange dran rumknicken. Das ist ja mal ganz gut. Vielleicht sollte ich dann nur noch Gummisachen kaufen für die Decke. So, jetzt muss ich erstmal Luft holen. Ja, das ist hier von Twing Air Luftfilter, die Socke hier außen. Und zwar habe ich damals von dem gleichen Händler, ich habe extra noch mal geguckt, einen zu kleine bekommen. Die ist wahrscheinlich für den Bayer gewesen. Und die habe ich bei meinen, das ist ja jetzt der andere Losi von der Renn, von der Elfe, immer darüber geprahmt und das war zu eng und keine Ahnung. Ja, und jetzt habe ich mir einen größeren bestellt und so gehört sich das. Die Tüte oben rum zu, unten rum zu, nichts rausgenommen, geliehen und wieder irgendwas reingepackt. Übrigens die Schrauben, von der, falls du mir zuhörst, du Händler, die du mir noch mal extra geschickt hast, die da fehlten, wo ich mir den neuen Luftfilter geholt habe. Die beiden Schrauben, die passen nicht da rein. Die haben zu großen Kopf, die gehen dann in den Adapter, wo man den Luftfilter dran macht, gehen die nicht da rein. Da muss man die Schraube auf den Flex ein bisschen rund machen und dann geht es. Ne? Und das Gewinde war auch nicht so prickelnd. Das, die habe ich mal ganz schnell wieder aussortiert und habe die Originalschrauben genommen, die ich noch wo hatte. Und bei hier ist ja kein Problem, hier kannst du auch ruhig lange reinmachen. Das war mal richtig scheiße. Also das nächste Mal kriege ich was geschickt, geht zurück. Scheißegal, ich will Zurpakete haben. Faxen dicke, Motzki. So, nörgler. Ja, was geht's jetzt? Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt so mache ich das mal vorsichtig auf. Mit der Heckenschere. Ja, einen mache ich noch, einen Schnitt. Damals in den Ardennen war alles besser. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich wieder so eine Bayer-Socke geschickt bekommen habe. Was steht da drauf? Das ist zumindest das, was auch drauf stand. Und das ist die große Socke. Ich merke schon im Ansatz. Ja, ganz toll. Warum so ein Ding, die 20 Euro kostet, umgerechnet 40 Mark, wenn wir schon mal so romantisch unterwegs sind mit Vergangenheit und so, ergründet sich mir jetzt nicht ganz. Keine Ahnung. Und die Gummis hier ist klar, die sind bestimmt auch nicht so spritfeste und da kommt ja immer mal ein bisschen Sprit, der zurückläuft, dann da dran. Dann will man den sauber haben, dann geht man dann schon mal mit Waschpulver dran, das mögen die Gummis auch nicht. Dann sind die Fratze, ist auch kacke, dann ist ja bald schon wieder dabei, sich einen neuen zu kaufen, aber dann kann man hier noch so eine Kabelstrapse rummachen, die schön anziehen. Aber naja, also die Lösung, vielleicht sollte man hier einen Stahlseil reinmachen, was man dann verklemmt, keine Ahnung, irgendwas, da muss ich mir keinen Kopf rummachen, bin kein Ingenieur von Twing Air, aber das wäre schön, wenn man für so viel Geld, also ich finde das zu teuer dafür, also für manche Teile bin ich einfach nicht bereit, so viel Geld auszugeben, ne? Aber wie gesagt, der Kleine, den wir mal rüberzwirbeln, das ging mir jetzt auf die Eier, dann habe ich mir mal den Großen bestellt. So, den mache ich auch gleich drauf, wunderbar. Ja, Gott sei Dank, dass du dich da nicht mit vertan hast, Herr Händler, da freue ich mich ja schon mal rüber, nochmal einen netten Aufkleber und jetzt sind wir, glaube ich, schon durch. Ja, vielleicht noch ein Aufruf. Es gibt ja, wenn man die Kupplung an der Kurbelwelle rein festschraubt, egal was für eine, dann hat man ja meistens solche Schrauben hier mit Senkkopf und die sind 6 mm mal 35. Wenn einer eine Idee hat, wo man die gut kaufen kann, im Baumarkt gibt es nämlich die nur in 30er, nicht in 35, außer man holt die in Edelstahl. Aber Edelstahl, wenn das, ja, wenn der Imbus kaputt geht, dann muss man da reinflexen und mit dem Schraubenzieher örgeln und versucht mit Heißmachen rauszukriegen. Muss nicht unbedingt sein. Dann lieber eine normale Schraube, die man aufbauen kann, wenn sie mal weggenudelt ist. Und ja, das bei Edelstahl ist das dann eben nicht so möglich. Tja, und dann eben, ja, Baumarkt, ganz toll groß umgebaut. Aber das Sortiment haben sie auch nicht größer gemacht. Die Sachen einfach nur besser präsentiert, dass du über alle Sachen drüber stolperst und bloß nicht vergisst, was mit nach Hause zu nehmen. Naja, keine Ahnung. Ja, hier sieht man es. 6x30, 6x35 brauchen wir dafür. Wenn ihr einen Händler wisst, könnt ihr mal in den Kommentar reinschreiben, wo man das mal einzeln kriegt und nicht säckeweise. Das wäre nett. So,
jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt habe ich aber einen schönen Motzki-Film gemacht und das muss auch mal sein, ne? Den Frust so ablassen. Ne? Ich verstehe das nicht. Also ich habe nichts dagegen, wenn Leute aufsteigen. Ne? Also von der Putzfrau zur Geschäftsführerin von irgendwie so einem FIFO-Laden. Ne? Kein Thema, freue ich mich drüber. Ne? Und auch wenn sie sich selbstständig machen dann dabei, es gibt ja so einen gewissen Laden, wie heißt der nochmal, Lecker und so, ne? Ist ja alles in Ordnung. Aber da muss die Freundlichkeit und der Kundenservice und wie man mit den Kunden umgeht, das sollte nicht darunter leiden unter der Geschichte. Ne? Und nicht immer auf die anderen schieben. Ich mache ja nur meinen Job. Das kann ich nicht mehr hören. Ne? So, jetzt habe ich genug gemeckert. Ich hoffe, ich habe euch nicht doof gesabbelt. Ansonsten kennt ihr ja, wer was zu meckern hat, abschalten. Bis dann. Schönen Tag noch. Tschewa. Okay.